Hallo, willkommen bei Lockpicking Nord. Ich will heute mal zeigen an einem aufgefrästen Zylinder oder zwei, wie Sicherheitspins, Sicherheitsstifte funktionieren. Den Anfang macht eine Spule, ist auf jeden Fall der häufigste Sicherheitspin, Sicherheitsstift. Ist auch sehr effektiv, denke ich mal. So, ich zoome mal ein bisschen rein. Das Schloss ist vorne aufgefräst, damit man das besser sehen kann, weil eigentlich alles, was so eine Spule macht, man von der Seite nicht sehen kann in so einem normalen Cutaway, wie man die sonst hat, so von der Seite hier aufgefräst, wenn ich das mal kurz ins Bild halten darf. Genau, vorne auffräsen ist ein bisschen schwierig, vor allem weil hier jetzt ein Stück vom Schlüsselprofil fehlt. Eigentlich würde der Kernstift gar nicht so weit hochstehen, der würde normalerweise hier ungefähr, na, nicht so gedrückt, hier ungefähr sitzen, denke ich. Ist ein ziemlich langer jetzt eingebaut, weil sonst die Spule komplett hier im Kern verschwindet. In dem Fall würde den Schlüssel nicht schaffen, den Kernstift runterzudrücken. Mehr. Also das Schloss ist effektiv ruiniert, aber ja, für das, was wir tun wollen, ist es genau das Richtige. Es sind zwei Pin-Paare eingebaut, zwei Stiftpaare. Der hintere ist ein Standardstift, den kann man nicht sehen. Der vordere ist eben eine Spule. Das heißt, man sieht, was die Spule in dem Fall macht in einem Schloss. Nämlich erstmal gar nichts, wenn man spannt. Das ist der hintere Stift, der den Kern so relativ gerade hält. Ne? Das heißt, das ist jetzt auch der erste, der bindet. Wir versuchen hier weiter an der Kamera vorbeizukommen, damit ich nichts verdecke. Ganz so einfach. Drücke jetzt den hinteren. So, der hintere sitzt. Und das ist das, was man False Set oder Kern auf Kipp nennt. Nämlich die Spule hammerfest geklemmt hier in der Scherlinie. Und um die zu setzen, beziehungsweise um zu merken, dass die Spule überhaupt dran ist, wirke ich hier Kraft aus und merke, dass sich der Kern gegen dreht. Also wieder gerade dreht. Dadurch, ne, dass die Spule sich jetzt ein bisschen gerade aufrichtet. In dem Fall, dass die Spule doch relativ stark tailliert ist, muss ich hier sogar ziemlich doll Kraft wegnehmen vom Spanner, ne, um die da durch die Scherlinie zu kriegen. Und jetzt ist das Ding auch offen. So, ich habe noch mal eine andere Spule eingebaut und ein bisschen näher rangezoomt. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. So, versuche über den ersten rüber zu kommen, der nur wirklich wahnsinnig weit hoch steht, leider. An den zweiten ran. Oh, Zeigefinger im Bild. So. Da ist wieder der Kern auf Kipp. Die ist noch stärker tailliert, die Spule. Deswegen ist das Falsett, der kippt, noch sehr viel tiefer. So, mein Spanner verrutscht. Jetzt hebeln wir das Ganze nochmal nach unten und offen. So, ich habe nun einen Pilzkopfstift eingebaut, der im Vergleich zur Spule hier breiter wird und dadurch hier, wo er sich in der Scherlinie verkeilen soll, zumindest in normalen Schlössern wie ein Standardstift fungiert, vorausgesetzt die Kernstiftlänge und all sowas spielt da mit. In dem Fall, in dem, naja, ruinierten Schloss ist das ein bisschen schwieriger, weil ich allein schon, wenn ich versuche, hinten auf den zweiten Stift zu kommen, den ersten ein ordentliches Stück runterdrücken muss und der Pilzkopfstift schon ziemlich weit in die Scherlinie reinrutscht. So, ich habe jetzt nochmal ein bisschen Spannung nachgelassen, damit sich alles dahin setzt, wo es eigentlich sitzen würde. Vielleicht ja sogar noch ein bisschen weiter rauf, ich weiß das nicht. Ne, will nicht. Egal, jedenfalls ist der Kipp nicht so stark. Im Idealfall würde es sogar hier unten binden, wo der Stift am breitesten ist. Dann habe ich gar keinen Kipp. Ne, dann muss ich mich langsam erstmal ranarbeiten. So, da ist jetzt wieder die Spannung sehr, sehr wichtig. Wenn ich hier viel zu doll spanne, dann kriege ich den Stift nicht bewegt. Dann rutscht der jetzt nicht einfach so rein. Der ist es auch leider ein bisschen zu klein. Deswegen ist das auch gleich passiert. Sondern ich muss ihn erst langsam da runterarbeiten. Das ist ein ziemlich knirschendes Gefühl. Man hat das Gefühl, hier stimmt irgendwas überhaupt nicht. Vor allem, wenn man nicht damit rechnet, dass da ein Pilzkopf drin ist. Außerdem ist der meiner Meinung nach auch ein kleines bisschen schwieriger zu setzen, weil er sich anders verkeilt.
hier in mit dem Kopf und der Schräge und allem. So. In dem Fall, wie gesagt, er passt nicht wirklich. Es ist einer von Sparrows aus dem Reload-Kit. Der ist vom Durchmesser her doch ein gutes Stück kleiner als so ein Wilker-Stift hier eigentlich sein sollte. Aber ich glaube, man konnte ungefähr sehen, was passieren soll. So, hier ist jetzt ein Serrated, ein geriffelter Pin eingebaut, wieder aus dem Reload-Kit von Sparrows. Deswegen ist er auch dünner als der Standardstift, der dahinter sitzt. Und bindet jetzt auch nicht in dem Moment. Das tut er erst, wenn ich den hinteren setze. Wenn ich dann rankomme. So, jetzt ist er gesetzt. Und man sieht schon, die erste Rille hat sich hier schon ein bisschen verhakt in der Scherlinie. So, und wenn ich jetzt vorsichtig versuche weiterzusetzen, kriege ich einen Klick und der Kern dreht sich auch nicht mehr. Und das ist schon mal der erste Hinweis darauf, dass ich einen geriffelten Pin habe und keinen Standard-Pin, bei dem sich das weiterdrehen würde. Zumindest bei den Toleranzen, die jetzt hier auftreten, ungefähr. So, man kann das auch fühlen natürlich, dass das was passiert, wenn ich hier jetzt mehr Kraft aufwende. Mit wenig Spannung natürlich, wenn ich viel spanne, dann merke ich auch nichts. Verkehrter Stift. So, dann bin ich jetzt nochmal einen tiefer gerutscht, glaube ich jedenfalls. Und der Kern richtet sich jetzt auch eher gerade auf natürlich, weil der Stift jetzt etwas gerader steht und nicht mehr so verkeilt. So, und bei dem dritten Klick geht das dann noch auf. Ist so ein bisschen schwierig, man muss da oft lange rumprobieren bei so einem Serrated, also ich jedenfalls. Es ist auch nicht immer so, dass dann alle anderen Stifte nicht binden, wenn man noch so einen Serrated zu setzen hat. Manchmal aber schon, das ist eigentlich immer der beste Hinweis. Ich den setze, ich bekomme einen Klick, danach bindet aber kein anderer Stift mehr. Ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es ein geriffelter Pin ist und ich den nochmal weiter tiefer setzen muss. Braucht viel, viel Übung, bin ich auch ganz sicher noch kein Meister drin, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, hier ist jetzt ein Barrel Pin eingebaut, ein Asser Stift, ein typischer. Ich habe selber auch noch gar nicht probiert. Bin mal gespannt, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich merke nur jetzt natürlich im ersten Moment, wird das Ding binden wie ein Standardstift. Ist aber trotzdem erstmal der hintere gebunden. Der scheint dicker zu sein. So, jetzt habe ich eine kleine Kerndrehung und der Stift bindet. Jetzt verhält er sich natürlich wie eine Spule in dem Moment. Ein etwas tieferes Fall-Set, einen tieferen Kipp bekommen. Ich werde ihn jetzt noch tiefer setzen. Vom Feedback her müsste er sich auch wie eine Spule anfühlen. Müsste den Kern jetzt gerade stellen, aber da er relativ schwach tailliert ist, ist echt schwer und die scharfe Kante macht einem das nicht gerade einfacher. Vor allem, wir haben einen Asser-Kern, ich glaube, den habe ich aber gar nicht da. Ich kann das höchstens hier ran zeigen. In sämtlichen Kammern ein Undercut, so wie hier, in dem sich, unterschnitten, dass hier eine scharfe Kante entsteht, in der sich der Stift wunderbar festhakt. Das heißt, in dem Moment, in dem man ihn fast richtig gesetzt hat, ist erstmal alles blockiert und man hat natürlich wahnsinnig gute Chancen, dass man den einen oder anderen Pin wieder verliert, sobald man einen richtig gesetzt hat.